ein Teil. Wasser. Wollen wir einmal fahren, wie wir nicht?
Ich stand gerade da ein kleiner Weg Richtung und dann dachte ich, ich bin dann nicht mehr wie früher oder so. Also. Thomas Sundermann, ich bin hier der Leiter der Feuerwehr Tecklenburg. Wir wurden heute Nacht alarmiert zu einem Brand in Tecklenburg, wo Passanten gesehen haben, einen Lichtschein. Bei dem Feuerschein hieß es erst, im Innenstadtbereich würde etwas brennen. Und danach haben wir auf der Anfahrt dann sofort entdeckt, dass es der ehemalige Burggraf hier in Tecklenburg ist. Es gibt einmal den Teil mit Betten, der ist ca. 5 Stöcke hoch. Und es gibt einmal einen Teil des Restaurants. Und im Restaurantbereich, der stand in voller Ausdehnung. Dann hat sich das weiter gekrochen, das Feuer, in dem Erdgeschossbereich, auch in dem Kellerschossbereich, eventuell sogar in dem ersten OG. Da gehen wir dann aber später mal rein und schauen nach, wie weit das da fortgeschritten ist. Ja, das Hotel hat eine lange Geschichte. Es ist eigentlich schon seit längerem unbewohnt, zig Jahre. Soll auch abgerissen werden, soll neu gebaut werden. Ist immer sehr schwierig, die Lage hier. Aber ich hoffe, dass es jetzt auch soweit ist, auch für uns als Feuerwehr, weil wir öfters schon waren für kleinere Brände, dass man das auch mal abreißt. Schwierig, aber ich vermute, weil das ganze Restaurant abgebrannt ist, in dem anliegenden Teil, vermute ich, dass es da angefangen hat. Wie war das mit der Wasserversorgung? Ja, da hatte ich auch ein großes Manko in der Richtung, dass es vielleicht nicht reichen könnte, aber die Wasserversorgung war echt gut hier. Die komplette Feuerwehr Tecklenburg ist vor Ort. Der Gelenkmast mit einem TLF 4000 aus Lengerich ist im Einsatz. Eine Unterstützung aus der Feuerwehr Ippenbüren-Langenbeck ist im Einsatz mit einem Fahrzeug. Atemschutzgerätewagen haben wir angeordert. Die Feuerwehr hat ja eine Ausstattung auf den Fahrzeugen. Für die ersten Einsätze ist das gut, aber irgendwann sind die Flaschen auch leer, dann müssen wir neue haben. Und dazu ist dieser Atemschutzgerätewagen sehr gut dafür. Auf der Anfahrt hier zu diesem Gebäude konnte man vom Weiten schon sehen, einen Feuerschein. Weil es ja auch Nacht ist, ist das halt so. Leider Gottes ja. Erst war eine Zeit lang hier, dann wurde das von einem Hausmeister wohl immer mal nachgeschaut. Das hat man dann irgendwann mal aufgegeben und dann fing das auch an, der Vandalismus. Und in dem Vandalismus, in dem Zuge, sind einige Geräte, einige Räume auch mal in Brand gesteckt worden. Hier waren wir schon öfter. Und nun hat man das sehr eingezäunt hier, dass man das fernhalten wollte. Ist natürlich auch ein großes Problem für die Feuerwehr, an den eigentlichen Brandherd heranzukommen.
Der kommt doch noch im Sender. Ach so. Man kann nicht, das geht ja